Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Bleach. Ja, heute mit der lange angekündigten und versprochenen Let's Play-Aufnahme, an der wir ein bisschen an meiner Kathedrale weiterbauen wollen. Hat sich etwas hingezogen, zugegeben, liegt einfach daran, dass im Moment relativ viel auf der Arbeit los ist und ich lange gearbeitet habe. Wenn man dann mitten in der Nacht heimkommt, hat man natürlich nicht unbedingt die Lust, dann noch da groß aufzunehmen. Ja, super. Fängt ja gut an. Du nicht! Nein, 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 nein! Poison-Skeletten, ganz böses Vieh. Ja, dann, wie gesagt, abgesehen von der Arbeit, hatte ich dann auch noch letzte Woche Geburtstag gehabt. Und wie es nun mal so ist, wenn man 25 Jahre alt wird, da rennen einem die Leute dann natürlich auch gleich die Bude ein. Ja, deswegen, wie gesagt, hat sich alles etwas hinausgezögert. Ja. So. Viel Neues hat sich hier allerdings... Sag mal! Ja, komm, lass los. Schon praktisch so ein Sampakuto. Viel Neues hat sich hier jetzt auch nicht getan. Der Andi hat hier sein Gewächshaus gebaut, das ich auch beinahe in Schutt und Asche gelegt hätte. Ich möchte das mal ganz kurz reparieren. Ja, komm auf. Ja, hier möchte er einfach verschiedene Baumsorten anpflanzen. Ach du Scheiße! Okay, stirb! Oh. Das wäre jetzt der Super-GAU gewesen. Jetzt habe ich dem da ein Brot hingeworfen, eine Ofenkartoffel, die will ich natürlich wieder haben. Also. Na? Hab ich's? Nee. Jetzt. Irgendwie leckt's hier gerade ein bisschen. Naja. Gut, wie gesagt, so viel hat sich bis jetzt hier noch nicht getan. Außer eben hier oben die Etage. Sieht aber schon mal ganz gut aus, so viel muss man sagen. Gar keine Frage. Schön gemacht. Und, ja, was sich getan hat, ist, dass wir ein bisschen uns mal umgesehen haben. Wir haben eine Enderfestung gefunden. Und wir haben einen, beziehungsweise ich habe einen verdammt großen Dungeon auseinandergenommen. Ich weiß nicht, inwiefern ich den schon komplett ausgepflügt habe. Und das nächste Mal, wenn ich auf die Suche gehe, nehme ich dann euch auch dann auch ganz gerne mal mit, weil ich muss sagen, mal ein bisschen angeben, dass ich ziemlich Glück habe mit meinen Dungeons. Ich finde immer relativ große und auch relativ lohnenswerte. Und, ja, da können wir uns also auch gerne mal zusammen auf die Suche machen demnächst. Heute aber, wie gesagt, steht der Bau der Kathedrale. Der Weiterbau der Kathedrale an. Ich habe wirklich bis jetzt nichts getan daran, weil ich euch wirklich versprochen habe, dass ich das mit euch gemeinsam mache heute. Daran halte ich mich dann auch. Jo. Jetzt, bevor es dann aber losgeht, noch schnell ein bisschen Zeug ablegen. Oh, hallo, das müssen wir gleich noch schnell einschmelzen. Die eiserne Pferderüstung. Ja, die tue ich auch mal vorübergehend hier rein. Obwohl, ach, was soll's. So. Hätte ich natürlich alles schon vorher machen können. Habe ich aber nicht. Wäre jetzt zu einfach gewesen. So, das Eisen müssen wir gleich einschmelzen. Die Eisentür, die habe ich aus der Netherfestung mitgebracht. Sag mal! Enderfestung, so, Netherfestung, ja. Netherfestung an der Oberfläche, ist klar. Gibt's auch noch bei mir. Skelettschädel. Ein bisschen Auge von der Spinne. Oh, Feuerkugel. Dafür irgendwo ein Platz da oben. Na, die Pfeile können wir verrotten. Die dürfen wir in unserem Team sowieso nicht benutzen. Dann. Goldener Apfel. Den Bunk höre ich gleich noch schnell oben in meiner Truhe. So. Ja.
Die Pferderüstung möchte ich gleich noch schnell unten zu meinen Pferden tun. Da bauen wir uns dann schnell eine Truhe. Na. So. Gut, sonst noch was, was wir hier lassen müssen? Ach ja, natürlich, die Enderperle. Hab schon mal erwähnt, dass wir hier keine Ordnung haben. Wenn nicht, hole ich das hier mit offiziell nach. Wir hatten mal eine. Wir hatten tatsächlich mal eine, und zwar hatte der Lukas, der Packerpanzer hier, sehr schön alles ein bisschen angeordnet gehabt. Aber, ja, dann ist dem Andi hier ein kleines, sagen wir mal, Missgeschick passiert. Und zwar hat er hier mal eben die ganze Hütte abgefackelt. Den kompletten Burgfried. Und ich weiß nicht mehr genau, warum die Kisten, was genau hier dann davon betroffen war, weil die Kisten selbst sind ja eigentlich nicht von Feuer betroffen. Aber trotzdem war hier die komplette Ordnung im Eimer. Und ja, bis heute hat niemand die Muße gehabt, da wirklich wieder was zu machen. Die Ordnung ist wieder dieselbe, die Kistenordnung. Nur eben die Sortierung nicht. So. Gut, warum ich jetzt... Ach ja, ich weiß wieder, warum ich die Kohle mitgenommen habe. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir uns direkt jetzt hier die nächsten Pflastersteine einschmelzen. Ich habe übrigens eine neue Idee für das Dach. Das spreche ich gleich alles mit euch durch, damit ihr da auf dem aktuellen Stand seid, bevor wir loslegen. Wartet mal, wir haben doch hier oben... Genau, wir haben hier einen Cleanstone-Generator. Den möchte ich dann auch direkt mal anschmeißen. So, wir haben wirklich Pflasterstein ohne Ende, also damit müssten wir eigentlich dir das Grundgerüst der Kathedrale locker fertig kriegen, also ganz locker. So, zack. So, jetzt kann das arbeiten. Dann tun wir hier, 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 hier und hier. Gut. Okay. Dann. Kann ich das Rajatsu auch gleich hier lassen? Ich hatte mir überlegt, das ersatzweise zu essen. Das geht auch. Dann kann man den Rajatsu-Balken rechts auffüllen. Aber wenn wir ohnehin hier oben sind, dann lasse ich den auch hier. Das hier sammle ich für Herzkanister. Kann man sein Leben mit auffüllen. Und, ja. Gut. Ach, seht da, Schilder. Die Truhe will natürlich auch beschriftet werden. Muss ich mal gucken, ob da dann gegebenenfalls ja, ist jetzt alles hier nicht so, dass... Ach, da haben wir doch noch Schilder. Ach, Gott sei Dank. Gut. Was wollte ich jetzt? Weiß ich nicht mehr. Na, jetzt. Okay. Wo packen wir denn mal die Truhe hin? Wir haben 5 Ställe. Ja, dann setze ich die einfach mal hier hin. Scheiß drauf. So, eine für mich, eine für jemand anderes. Wo man die natürlich auch direkt vor den Stall setzen könnte. Sieht das dann was aus? Ich habe eine Idee. So.
So. Zack. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Nee, das sieht nichts aus. Dann ist das hier auch alles zu eng, dann weiß man nicht, ob die Pferde da durchkommen. Nee, 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 wir machen das schon hier. So. Und dann hier ist das hier die Truhe für Pegasus. Und auch hier Pegasus. So. Gut. Da kommt dann die Pferderüstung rein. Ja. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, eine Doppeltruhe brauchen wir hier fürs Pferd eigentlich nicht. Weil es nun mal die Truhe fürs Pferd ist. So viel braucht ein Pferd nicht. Und deswegen kann man dann auch gleich... Ja. Ich habe jetzt auch gar keinen Timer am Laufen, fällt mir gerade ein. Naja. Ja, die Schmiede hier hinten ist ein bisschen vom Andi vergrößert worden, dass wir hier mehr Platz haben. Punkt 1. Ja, wir haben ein bisschen Zeug inzwischen zusammengekriegt. Fällt zum Glück kaum auf. Dann... Da. Dann mache ich mir noch schnell mit dem Obsidian, das ich hier noch rumfliegen habe. Die zwei Blöcke. Und damit möchte ich mein Hackmesser verbessern, auf Glück. Weil wir Wither-Skelette sammeln wollen im Ende. Beziehungsweise deren Köpfe. Aufgrund meines ganz hervorragenden Gedächtnisses weiß ich leider nicht mehr hundertprozentig, was man daraus machen kann. Es war auf jeden Fall was Praktisches. Und, ja. Deswegen haben wir uns diese Glückshackmesser gemacht. Auch andere Sachen, also allgemein Mob-Drops bekommt man dafür besser. Beispielsweise auch Enderperlen. Oder... Ja, Zombie-Köpfe, was auch immer. Brauchen nochmal wieder Lava. Das mit dem Obsidianblock hier hat folgenden Hintergrund, und zwar hatten wir eine Idee, da Obsidian ja bekanntlich das härteste Material ist, mal abgesehen vom Endgestein, wollten wir Obsidianwerkzeuge herstellen. Leider haben die Obsidianwerkzeuge im Gegensatz zum Originalmaterial ironischerweise die geringste Haltbarkeit, deswegen war das ein absoluter Satz mit X. Ach du Scheiß, wir haben überhaupt keine... Noch ein paar Ziegel haben wir fertig. Deswegen war das ein absoluter Satz mit X. Leider, leider. Und, ja, sind deswegen wieder zurück zu unseren Stahlwerkzeugen. Naja. Gut. Meine Idee ist, wir bauen weiterhin hier die Außenwände aus Ziegeln, also aus Steinziegeln, die Dächer aber aus Netherziegeln. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal ausprobieren. Hä? Warum komme ich nicht in meinen Rucksack ran? Ah, jetzt. Ah, gut. Das hier muss ich erklären, warum ich hier die Sachen drin habe. Das ist eine ganz lustige Sache. Ist so ein bisschen Bug-Using zugegeben. Und zwar habe ich mal festgestellt, wenn ich sterbe mit einem Rucksack, dann dupliziert sich ganz gerne mal der Rucksack und ab und zu auch gerne mal der Inhalt davon. Ja? Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, wie gesagt, die Dächer aus Netherziegel. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal. Dafür muss ich nochmal ganz kurz hoch in... die Festung. Weil wir haben einiges an Netherziegeln mitgebracht.
Ich weiß nicht, ob sie reichen für die gesamte Bedachung, aber zumindest für so einen ersten Blick sollte es lange Nethersteine. Gut, die könnte man wahrscheinlich umwandeln dann. Seelensand haben wir ohne Ende. Wo sind denn die Ziegel? Hat hier jemand gemopst? Ich wüsste jetzt nicht, wer sonst damit hätte arbeiten wollen. Ah, super. Verlass dich auf deine Mitspieler und du bist verlassen. Oder waren hier welche drin? Nethertiegel. Nethertiegel? Ja, nee! Das Ding meine ich doch gar nicht, oder? Wartet mal, wie sieht das aus? Kann man das hier mal irgendwo... LOL. Gut, der ist schon mal zu nix zu gebrauchen. Ja gut, dann hilft nix. Müssen wir hier den Netherstein umwandeln. Ich hoffe, das geht genauso wie... Ja, super. Moment. Ach, den muss man einbrennen, oder was? Ganz großes Kino. Und dann? Ja, das Ding hier will ich haben. Ach, Leute, 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 Leute. Wie gesagt, wir hatten davon ohne Ende, wo die jetzt alle hin sind. Ich habe sogar noch gesagt, dass ich die verwenden möchte. Ah, fuck. Ja, komm. Ach, so eine Scheiße. Gut, dann machen wir das anders. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz hier die Cleanstone-Presse für meine Zwecke missbrauchen. Nach Quatsch da! So, hier. Andi wird es mir verzeihen und wenn nicht, dann nicht. Dieser Pflasterstein? Ja. Gut. Ja, aber ich hab gerade schon gesehen, er hat da Netherstein vorrätig gehabt, dann ist das auch so gedacht. So. Bin jetzt gerade etwas verunsichert. Ach du Scheiße, ne, 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 sowas machen wir ja mal gleich gar nicht. So, hier, Abgang. Ach ja. Jetzt weiß ich, was Andi mit dem Tipp meinte, bevor ich die Aufnahme starte, sollte ich vielleicht die Vorbereitungen schon mal abschließen. Kann sein, dass ich das hier dann in eine separate Folge mache und dann entsprechend einen Namen gebe, damit ihr da quasi seht, dass das hier nur die Vorbereitungsfolge ist. Ja, genau. Und wenn ich dann hier gleich unten mit dem Bau anfange, dann wird hier ein Cut erfolgen. Dann wird es in einer extra Folge sein. Dann sollte das eigentlich gehen. Und wisst ihr was? Wenn wir das schon so machen, dann nutze ich auch hier direkt die Zeit und wandle mir schon mal das Stein um. Was war, haben wir? So.
Ich habe eine Idee, wie ich das hier alles ein bisschen einfacher krieg. Das mache ich gleich, wenn ich hier mit dem Ding fertig bin. So. Zack, zack, zack. Dann machen wir das einfach hier. Ach ja, warum einfach, wenn es auch umständlich geht? So, besser. Alter! Jetzt habe ich gerade einen Schreck gekriegt. Das ist also einer der Momente, da müssen wir mit Facecam aufnehmen. Ja, der Nachbar bohrt mal wieder. Ich hoffe, man hört's nicht. Also ich frag mich wirklich, ich habe es ja schon mal vor einigen Wochen in einer Aufnahme erzählt. Und das wird einfach nicht besser. Der ist nur am Bohren. Nur am Bohren. Ich frage mich, ob der überhaupt noch eine Wand hat in seiner Wohnung oder ob das da alles inzwischen einfach ein Schweizer Käse ist oder wo der da bohrt oder ob der inzwischen in der Außenwand angekommen ist. Von den Geräuschen her könnte das sogar tatsächlich sein. Also, und das macht er zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten, möglichst zur Ruhezeit. Wir haben jetzt 16:25 Uhr, okay, da ist die Mittagsruhe rum, ja. Aber das macht er auch ganz gerne mal am Wochenende um 7:30 Uhr, ja. Und, Es ist unglaublich, diese Person. Einfach unglaublich. Also ich befürchte, dass man es hört und an der Stelle tut's mir dann auch leid. Ich bin auch überlegen, ob ich das jetzt hier dann mal unterbreche, bis der fertig ist. Weil, ja, so kann ich nicht arbeiten. Ah, vielleicht ist er ja mal ausnahmsweise gnädig, der werte Herr Nachbar. So. Ja, da unten kommen die Ziegel, super. Gut. Hat uns alles auch ein paar Level gegeben. Ja, aufgrund ungeklärter Umstände bin ich ein paar Mal gestorben. Alter Verwalter. Gut, Leute, an dieser Stelle Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, da bin ich wieder. Der Bohrmeister scheint ein Ende gefunden zu haben. Hier, ich warte wirklich nur noch auf den Tag, an dem der sich bei mir durchbohrt. An dem der hier bei mir im Wohnzimmer steht. Also, es ist einfach nur unglaublich. Hier jemand so penetrant. Ah, nee. Nee, 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 nee. Gut. Hier, die Steine sind fertig. Dann wandeln wir die auch noch schnell um. So, zack. Und zack. Gut. Okay. Dann haben wir uns noch schnell das Inventar voll. Und den Rucksack hauen wir uns auch voll. So. Wet. Okay. Dann geht's jetzt los. Runter zur Kathedrale. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass der Einschmelzgenerator da oben in der Festung ist. Aber gut, da müssen wir dann halt jetzt auch mal durch. Andererseits. Naja. Gut, Gebore hin oder her, es hatte natürlich
Es hatte natürlich den Vorteil, dass ich das als... Jetzt hämmert der! Sag mal, der hat ja doch echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Es ist unglaublich. Unglaublich. So. Ah, Jesus Maria, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, der Vorteil natürlich an der Situation war jetzt ganz klar, dass ich das als Cut nehmen konnte, als Übergang von der Vorbereitung auf den Beginn der Bauarbeiten oder die Fortführung der Bauarbeiten. So. Gut, das kommt alles hier rein. Die Hacke hat den Hintergrund, dass da unten noch ein kleines Feld von mir war für die Pferde. Deswegen hatte ich die hier unten in greifbarer Nähe quasi. Gut, also, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir bauen erstmal mit Ziegeln da oben die Wand zu. Dann ist das schon mal fertig. Dann kann da oben nämlich in Ruhe weiter. Und bis gleich. Ja.